Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet, der Stiftung Warentest. Und im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen bei Kretz in Klammern Scabis. Es geht um Wirkstoffe und der Wirkstoff, der hier stark empfohlen wird, ist Infectoscarbapermetrin. Der ist geeignet und rezeptpflichtig. Es gibt aber auch noch zwei rezeptfreie Wirkstoffe und den ersten der beiden rezeptfreien möchte ich vorstellen. Das ist Benzylbenzoat, in Klammern äußerlich. Benzylbenzoat ist ein Nervengift, das Kätzemilben sowie deren Larven und Eier abtöten soll. Die Bewertung gelb, mit Einschränkung geeignet bei Krätze. Es gibt besser dokumentierte und wirksamere Mittel, die allerdings verschreibungspflichtig sind. Der erläuternde Text. Da es zur Behandlung von Krätze wirksamere Arzneimittel gibt, zum Beispiel Permetrin, ist Benzylbenzoat nur mit Einschränkung geeignet. Wichtig zu wissen: Vor Therapiebeginn seifen Sie am besten abends den ganzen Körper gründlich ab und waschen die Haare. Nach etwa einer Stunde tragen Sie das Präparat lückenlos am gesamten Körper auf. Das Auftragen wiederholen Sie an den darauffolgenden zwei Abenden. Erst am vierten Tag nehmen Sie ein Vollbad oder duschen von Kopf bis Fuß und seifen den ganzen Körper gründlich ab. Wenn die Haut juckt, sich rötet, anschwillt und oder sich Bläschen bilden, sollten Sie zum Hautarzt gehen. Solche Hauterscheinungen sind vermutlich Anzeichen einer allergischen Reaktion. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Für die Behandlung von Kindern gibt es Präparate in verringerter Dosierung für Schwangerschaft und Stillzeit. In der Schwangerschaft sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit einem Arzt angewendet werden. In der Stillzeit möglichst gar nicht. So. Das war's für heute. Tschüss.